Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Clash of Clans. Ich entschuldige mich mal wieder für die Geschehnisse der letzten Folge, ja, in denen ich mal wieder das Spiel verdammt kritisiert habe, in Klammern zu Recht. Ja. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich das Spiel kritisiert habe, aber ich entschuldige mich dafür, dass der Part wieder so ausgeartet ist. Ich darf mich von diesem Spiel nicht so, ich sag mal, triggern lassen, ja. Was relativ schwer ist, aber naja, was willst du machen? Kannst ja auch nicht alles haben im Leben, ja? Na gut. Ich habe auch schon, also ich denke mal, warum steht hier, warum ist hier eine Mauer draußen? Hä? Hä? Mach, dass du reinkommst, du Sau. Du mieses Schwein! Kann das sein? Geh da rein! Ach, bist du ja schon. Oh, okay. Entschuldigung. Ja, ich werde heute mit euch auch wahrscheinlich über etwas reden, das wahrscheinlich die Zukunft von Clash of Clans auf diesem Kanal verändern wird. Nicht grundlegend, aber na, sagen wir mal so, es wird das Let's Play ein bisschen umgestalten. Auch gerade bezüglich des Bauarbeiterdorfs, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal einen Clan-Krieg, den wir gar nicht mehr gewinnen können, weil die Leute nicht angreifen wollen. Was auch wieder ziemlich cool ist. Aber okay. Wen haben wir denn hier? Also ich fordere mal an, wenn ich nichts bekomme, dann werde ich auch nicht angreifen gehen. So einfach ist das. Ja, wie oft habe ich jetzt schon angefordert und es kam nichts bei rum? Ah, ich glaube, war schon öfters der Fall, ne? Na gut, wir müssen die Elf angreifen. Müssten sie angreifen. Mal gucken, ob ich es tun werde. Je nachdem, ob ich Truppen bekomme. Sieht aber eigentlich nach einem machbaren Dorf aus. Weil ich weiß nicht. Guckt euch das doch mal an. Die Mauern, die schon ziemlich billig sind. So. Was soll ich denn sagen? Der Junge hat 7 Mauern oder so, die so auf Rates Level 8 Niveau sind und alles andere ist richtig Müll. Also den könnten wir leicht wegklatschen. Und da frage ich mich auch so, wenn selbst der Typ hier extrem kacke mit seinem Dorf ist. Ja, warum verkacken wir dann diesen Clankrieg? So. So. Das soll doch mal die meisten Leute wachgerüttelt haben, nicht wahr? Vielleicht. Naja, gut. Ich meine, wenn selbst das Dorf schon kacke aussieht, ne? Und wir haben da noch einige Rathaus-Level. Na. Rathaus-Level 9er. Ja. Wie soll das dann bei den anderen werden? Ich will es mir gar nicht ausmalen. Dieses Schwein. Wir splitten das mal. Gehen Sie please rein. Thanks. Ja. So, jetzt bitte rasieren Sie noch. Bitte rasieren Sie noch die Elixierlager oder Sammler, wie Sie wollen. Lecker. Alter, selbst meine Bogi-Schwester lebt noch. Raste vollkommen aus. Oh mein Gott, wir werden das Rathaus schlachten. Geil! Es ist da noch Zeit zu healen. Eigentlich ja nicht, ne? Nee. Nee, verschwenden wir das nicht. K
Klärburg auch noch geplättet. Boah, geil. Geiler Angriff. Geiler Angriff. Wann haben wir jemals mal so viel, was heißt so viel, aber so ein schlechtes, so ein unvorbereitetes Rathaus Level 10 Dorf gesehen. Ich wette gar nicht. Kai, alle sollen fliegen, wenn sie nicht angreifen, meiner Meinung nach, und nicht entschuldigt sind. Ja. Komm, wir spenden Weißbrot auch mal Truppen. Dann bilde ich mir diese Bogies halt nochmal neu aus. Ist doch kein Problem. Also, hi. Gut, wir haben einige Truppen bekommen. Ich gucke jetzt gleich mal exakt auf die... Oh, 7 Magier. Nice. Und fang sie. Also, ich habe da auch so ein vorgefertigtes... Okay, fangs. Außerdem sollte man auch möglichst früh angreifen, um weiter vorausplanen zu können. Ja, ich meine, was soll ich machen? Ah, ich hatte keine Zeit, um das Ganze schneller und... Ich konnte nicht schneller angreifen. Ich kam erst heute dazu aufzunehmen. Entschuldigung. Sorry. Ja. Na gut, wir probieren's. Wir müssen natürlich... Oh, wir gucken aber erstmal den Angriff von Oberreichwald an. AKA, geile Sau. Jemai. Warte mal kurz. Meint er das mit den Truppen ernst? Hab ich, ja. Also. Okay. Normalerweise guckt man sich ja die Truppen an, bevor man angreift. Ha? Geht ihr da mit einem Barbarenkönig rein, einem Barbar, einem Magier? Oh Gott. Aua. Habe ich mal so einen groben Fehler mir erlaubt? Ich glaube nicht. Ah, aber wir müssen gucken, dass wir Barenkönig und Boogie-Königin natürlich wieder resetten. Wir hansen ja momentan so viel Juwelen. Sie sehen es ja selber. Na, ich würde nicht sagen, dass er es extra gemacht hat. Ich würde nicht sagen, dass Obereichwald das extra gemacht hat. Ich denke, er hat das nur vercheckt oder so, aber... Trotzdem, man guckt ja auf die Truppen, bevor man angreift. Ich gucke ja auch zigmal drauf. So, haben wir alles, ja. Sieht gut aus. Dann lass knacken. Okay. Lass uns da erstmal in dieses Eck hier dran gehen, oder? Was meint ihr? Erstmal natürlich... Das Wichtigste vom Wichtigsten. Normales. Jetzt gehen wir hier ran. Ja, ja, ja. Dann kannst du bitte die Packers in Ruhe lassen, du Miststück. Die blöde, mistige Zicke. Junge, Alter, wie viel hält der bitte aus? Ist das dein Ernst? Pui. Oh, da wie diese... Nein! Fuck! Egal, wir haben die 2 Sterne, die wir standardmäßig immer mitnehmen. Easy going. Bekommen. Rast aus. Ja, ja. So, können die Packers bitte jetzt mal reingehen? Also eigentlich müssten sie reingehen, weil es gibt hier außen nichts mehr, was sie eigentlich... Ja, genau das meine ich. Was sie eigentlich anvisieren könnten. In dem Sinne... Na, ja. Ich denke nicht, dass die noch irgendwas ausrichten können. In Sachen 3 Sterne. Wie viele Packers habe ich noch? 4 Stück? 3. Was sind 2?
Ja, ich hätte mir den Wutzauber sparen können, ist mir egal. Naja. Wie zu erwarten war, 0 Sterne. Ja, ich hab doch gesagt, er hat das nicht extra gemacht. Alles gut. Ich meine, der CK ist sowieso verkackt. Also werden sowieso keine Leute mehr finden, die angreifen wollen. So. Aber jetzt mal Loris auf den Tisch. Ich habe gerade eben gesagt, ich will über etwas reden. Da gucken wir uns doch mal eine Wiederholung an. Ja. Ah, ah. Komm, wir machen mal die hier. Und zwar folgendermaßen. Jetzt gerade, wo wir auch hier beim Nachtdorf uns befinden. Und zwar, ihr merkt den groben Abfuck, wenn ich quasi in ein... Wenn ich ins Nachtdorf reingehe und einen Angriff mache, dann merkt man da meistens einen Abfuck-Moment des Todes. Ja. Ich lasse mich von diesem Spiel ziemlich, oder von diesem Teil des Spiels, vom Nachtdorf, vom Bauarbeiterdorf, ich lasse mich von diesem Konstrukt ziemlich abfucken und das bekommt ihr mit so. Ich greife halt in meinem normalen Dorf an und da ist alles gut. Da habe ich ständig gute Laune und dann geht's ins Nachtdorf. Ich mache da Angriffe und möchte halt die Belohnung haben und sowas und möchte halt Sachen verbessern und da kommt es halt auch vor, dass ich mich abfacken lasse und keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe und es auch ziemlich oft sage. In den letzten paar Tagen habe ich es ja schon öfters gesagt, dass ich auf dieses Spiel oder auf diesen Teil des Spiels keinen Bock mehr habe, auf dieses Bauarbeiterdorf. Ich habe da keine Lust mehr drauf und ich überlege momentan einfach, naja, das Ganze abzubrechen mit dem Bauarbeiterdorf und da gar nichts mehr drin zu machen, weil... Was bringt es mir denn da, Sachen zu verbessern und so weiter und so fort, wenn es mich nur abfuckt? So, das macht ja keinen Sinn. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen, ich weiß nicht, was denkt ihr darüber? Wollt ihr trotzdem weiter noch das Bauarbeiterdorf sehen, wie ich das verbessere, wie ich versuche, verzweifelt Sterne zu bekommen und zu gewinnen, während ich das Spiel kritisiere, weil es unfair ist hier im Nachtdorf? Was meint ihr? Wie ist eure Meinung dazu? Wie würdet ihr darüber verfahren? Ich meine, ich hätte ja schon Bock, hier diesen Bauarbeiteranzug noch zu bekommen und so. Und das ist ja auch irgendwie cool. Aber die Art und Weise, wie man halt diese Sterne sammelt und so und dann noch diese dreckigen Minen und so. Na. Die Minen, die überall verteilt auf dem keine Ahnung. Diese Minen, die verteilt hier auf dem Schlachtfeld liegen und die du halt überhaupt nicht sehen kannst und wo es einfach so richtig random ist, ob du jetzt halt gewinnst oder nicht, weil du halt nicht sehen kannst, wo diese Minen sich befinden und so. Das ist halt Kacke. Ne? Deswegen überlege ich momentan einfach, das Dorf hier rauszustreichen, gar nichts mehr dran zu machen. Oder halt offscreen, dass ich halt offscreen irgendwie Sterne sammle und dann quasi, nachdem ich die normalen Angriffe gemacht habe, dann hier rüber gehe und irgendwie, keine Ahnung, verbessere, was verbessert werden muss. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung da? Was sagt ihr dazu? Schreiben Sie es in die Kommis. Thanks. Ich muss allerdings sagen, dass ich heute gar keinen Bock auf das Bauarbeiterdorf habe, deswegen würde ich sagen, beenden wir auch hier jetzt den Part. In diesem Sinne... In diesem Sinne macht's gut, haut rein. Ciao.